Im Oktober 2015 erschien mein erstes Album, die C-Seite. Dezember 2016 kam dann der Nachfolger, die D-Seite. Und jetzt haben wir 2018. Und seit mehreren Monaten nun schon sammle ich Ideen und Skizzen fürs nächste Album. Und nein, es wird definitiv nicht E-Seite heißen. Jedenfalls bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, an dem ich meine Skizzen sichte. Und das sind eine Menge. Ein paar sind interessant. Ein paar passen überhaupt nicht. Aber manchmal findet man auch mal Skizzen, die zwar eigentlich geil sind, die dann aber so in ihrer ursprünglichen, damaligen Idee nicht mehr das hergeben, was man will, und arbeitet sie dann um. Ich habe hier zum Beispiel auf zwei Riffkarten unabhängig voneinander eine Idee und ein Riff, was sehr, sehr ähnlich ist. Dieses Riff klang damals ungefähr, falsche Ukulele, ungefähr so. Habe ich das ein bisschen die Idee genommen, dieses Grundriff, dieses Asus 4 A-Moll-Wechselding genommen, habe es ein bisschen rhythmisch umgearbeitet und jetzt klingt es weniger nach so voll aufgefressen. Es ist sanfter geworden und ist dadurch ein bisschen besser einfühlbar für diesen Band-Kontext. Dazu kommen, dass ich solche Ideen gerne mal im Laufe dieses ich mache alles nochmal neu und überarbeiten zu einer alten Idee, quasi eine Art Cover und Neuinterpretation eines selbst, auch noch gerne mit anderen Ideen sich kombinieren und vermischen. So hatte ich zum Beispiel seit langer, langer Zeit schon mal die Idee, dass ich unbedingt so einen Song haben wollte, der einen über sehr hohe Volumendynamik, also über sehr leise und dann wieder sehr laute Passagen verfügt. Das wollte ich einfach mal zusammenschmeißen. Daraus gekommen ist folgende Demo, deren Klangqualität mit Absicht weit unten bleibt, weil der Sound einfach noch nicht ausgearbeitet ist und sich schlichtweg noch nicht lohnt, mehr draus zu machen, plus sich wahrscheinlich sehr, sehr viel verändern wird. Aber hört doch mal rein. Hast du dich schon einmal gefragt, wie es hinter Horizont aussieht? Hast du schon einmal tief in dir den Rang gespürt? So viel dazu. Was meint ihr zur Skizze? Wie gefällt euch das? Und ja, wahrscheinlich wird das nächste Album eine Art Indie-Folk. Auf jeden Fall immer sehr interessant. Aber was würdet ihr denn bald noch gerne für Making-of-Teile hier sehen? Ich kann nur sagen, wenn ihr da Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare, abonniert den Kanal und aktiviert die Hellsbell, damit ihr die Zukunft den Making-ofs und anderen Kram nicht verpasst. Schaut euch gerne noch ein paar Faktenvideos an oder die Quasi-Viva-Playlist. Und ja, ich bin an dieser Stelle eigentlich mal raus und werde mich dann weiter hier an die Skizzen setzen, durchschauen.